Ja. Also das ist etwas, was mir auch wirklich Sorgen macht, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Und so langsam kommt es mal hoch. Ich habe das Gefühl, dass die Ampel im Moment noch nicht so richtig, mein Lindner betont es immer, wir werden es ja dann sehen, wie er es nächstes jetzt macht, noch nicht richtig verstanden hat, dass man langfristig den Menschen wirklich keinen Gefallen tut, wenn man immer neue Schulden macht. Also wir haben 2 Jahre jetzt wirklich Corona-Pandemie bedingt außerordentliche Ausgaben und dadurch auch wirklich zweimal, ich sag mal ganz grob, rund über 200 Milliarden Schulden bei rund 300 Milliarden Einnahmen. Also das war mega. Eigentlich ist es im zweiten Jahr noch mehr, aber da hat ja die 60 Milliarden im zweiten Nachtragshaushalt reingemogelt, die ja eigentlich ins nächste Jahr gehören dann sozusagen. Also das waren außerordentliche Situationen und im nächsten, jetzt muss man einfach sagen, da hatte ich eigentlich gehofft, dass man jetzt so ein bisschen eher zumindest nicht mehr so extrem viele Schulden aufbaut, wenn nicht sogar mal anfängt abzutragen. Stattdessen haben wir jetzt einen Rekord an Schulden. Jetzt verstehe ich das, wir haben wieder eine neue Situation, wir haben die Ukraine-Krise, man hat gesehen, man muss was machen im Militär, man hat gesehen, man hat neue Kosten im Zusammenhang mit Flüchtlingen, die Pandemie war noch nicht so schnell weg, man hat neue Herausforderungen bei Kurzarbeitergeld und so weiter. Aber wenn ich sehe, die Kosten laufen jetzt wieder durch ein äußeres Ereignis aus dem Ruder, dann muss ich anfangen, wirklich mal den Mut nach im dritten Jahr haben und sagen, Prioritäten setzen. Wenn das jetzt alles so wichtig ist, auch die Entlastung der Bürger wegen der Inflation, das muss ich jetzt im Moment machen, dann muss ich mal schauen, wo kann ich sparen. Das würde jeder normale Mensch, muss das im Moment machen bei der Inflation und jeder normale Mensch würde das auch machen. Und hier habe ich in diesem Haushalt zumindest, bin ja gespannt, wie er es jetzt im nächsten macht, aber in diesem Haushalt kann ich sagen, absolut vermisst diese Tendenz zu sparen. Ganz im Gegenteil, es kommen neue Ampelprojekte, die sehr kostenintensiv sind, zum Beispiel Aussetzung der Sanktionen bei Hartz-IV-Empfängern, bei Verstößen. Fast alle halten sich dran. Die wissen, dass ich sozusagen auch mal Mitwirkungspflichten habe. Die ganz, ganz wenigen, denen will man es jetzt recht machen, die sich nicht dran halten. Und das kostet ihnen wieder Beträge. Und so geht es ja eins nach dem anderen. Ich kann Ihnen sagen, ich habe ja diesen Etat. Ich konnte es teilweise nicht glauben. Wir haben Vorschläge ohne Ende gemacht, auch im Detail. Nicht aufgegriffen worden. Ich hatte das Gefühl, jetzt noch so viel Schulden wie möglich, jetzt können wir es dann noch an der Schuldenbremse mit der Ausrede Pandemie noch so viel wie möglich aufnehmen, damit wir dann, weil im nächsten Jahr muss ich jetzt anfangen zu sparen. Aber das ist falsch, ich muss jetzt anfangen zu sparen. Die Leute merken das. Die das merken, ist, dass das nicht gut gehen kann. Ich habe hier direkt den Herrn Bauschke von der FDP sitzen. Ja. Können Sie direkt mitnehmen zur FDP, dass die CSU nicht einverstanden ist mit der Gottes Arbeit. Gottes Willen, also was die Union auf alle Fälle, wo sie angekommen ist nach der Bundestagswahl, ist in der Verantwortungslosigkeit. Das, glaube ich, sieht man auch an den Aussagen, was die Union jetzt... Zum Glück haben Sie nicht gesagt, Bedeutungslosigkeit. So weit ist es noch nicht, aber an der Verantwortungslosigkeit. Wenn ich mir anschaue, in welcher Situation wir sind. Wir haben mit dem Krieg in der Ukraine, wir haben mit der Corona-Pandemie, wo wir im Übrigen ja den Haushalt und die Schulden ja eher sozusagen geerbt haben. Wir wissen ja auch nicht, wie viele CSUler da noch an irgendwelchen Masken mitverdient haben. Aber im Wahlkampf hat die FDP stark für die Schuldenbremse geworben. Absolut. Aber niemand wusste den 24. Februar, das ist ein Argument. Und man muss fairerweise sagen, die 100 Milliarden, die wir jetzt zum Beispiel als Sondervermögen für die Bundeswehr brauchen, das ist ja eigentlich eine 100 Milliarden, die ich eigentlich der Union in Rechnung stellen muss, weil die hat 16 Jahre lang die Bundeswehr. Gefällt Ihnen das Wort Sondervermögen? Ist es nicht eigentlich eine Lüge am Bürger? Sondervermögen, sind es nicht einfach Schulden? Ja. Ich muss gestehen, ich würde jetzt da keine Etikettenbevorteilung machen. Natürlich es sind nicht. De facto auch Schulden. Ja. Ich würde es als Sondervermögen bezeichnen, weil das offizielle Wording sozusagen ist. Und weil Sie FDP-Politiker sind. Aber Fakt ist ja, wir haben 100 Milliarden Euro, die wir investieren mussten, weil 16 Jahre lang die Bundeswehr kaputt gespart wurde. Ja, da muss ich was wieder erwidern. Wir haben, ich weiß gar nicht, haben Sie das schon mal in Andi Scheuers ausgerechnet, wie viele 100 Milliarden in Andi Scheuers Kosten Nein, sind? Nein, das ist typisch wieder Opposition-Gerede. Also ich kann Ihnen nur sagen, wir haben die ganze Zeit dafür gekämpft. Die Opposition sind Sie jetzt, ne? Ja, aber Sie haben leider noch nicht kapiert, dass Sie jetzt regieren. Und dass wir übernehmen nicht, Verantwortung. Ja, dass wir man nicht nur Oppositionsbeschimpfung macht, wenn man regiert. Das ist, erlebe ich im Plenum immer. Machen Sie doch mal konstruktive die Reden Vorschläge. Bestehen nur da drin, immer die Opposition zu beschimpfen, wo ich mir denke, noch nicht in der Regierung auch da angekommen. Ist die Union also wirklich. Wir sind jetzt Opposition. Ja. Da dürfen wir jetzt schon ein bisschen schimpfen. Was ich sagen will, also wirklich, die verteidigungspolitischen Ausgaben, es ist nicht so, dass die FDP da so großzügig war in der Zeit, wo wir gemeinsam regiert haben. Und die SPD hat auch immer gebremst. Also, dass die Union jetzt die ist, die mit aller Macht immer das Militär ruinieren wollte. Also das, glaube ich, das können Sie niemandem erklären. Wir mussten uns für jedes Mal, wenn wir mehr wollten, mussten wir uns dafür verteidigen, weil es einfach, kann man ja zugeben, die meisten Menschen im Land haben auch gedacht, das braucht das man Gute so ist, ungefähr ja, nicht Wir haben mehr. Ja hier Schiedsrichter. Ich würde jetzt mal Frau Kelle fragen, als Bürgerin, fühlen Sie sich gut, als die Union das Geld verwaltet hat, jetzt wo die FDP es tut, wann haben Sie sich denn mal gut aufgehoben gefühlt als Bürgerin mit Ihrem Steuergeld?
Denn beim Steuergeld habe ich mich noch nie gut aufgehoben gefühlt. Ich glaube, das ist keine Parteienfrage. Nein, nein. Zumal man ja sehen muss, auch die CDU hat ja die ganzen Jahre auch in der Großen Koalition mit der SPD zusammen regiert. Das hat ja durchaus auch Einfluss gehabt. Ich glaube, dass wir einen anderen Umgang mit Geld gehabt hätten, tatsächlich in einer schwarz-gelben Koalition. Aber hatten wir ja nicht. Insofern ist, glaube ich, der Unterschied nicht so groß. Ich würde mich anschließen an der Kritik, dass das, wie ich sagen, nicht mehr erkennbar ist, dass man sparen will in irgendeiner Form. Und es gäbe ja durchaus eine Menge Ansätze. Was mir viel mehr Sorgen macht, ist diese Sorglosigkeit, mit der wir in eine riesige Inflation rennen, wo die Ersparnisse ganz normaler Menschen einfach weg sind. Ja, wo ich sage, da sitzt der normale kleine Bürger, sitzt da und verliert gerade alles, was er hat. Und viele Bürger haben ja in der Corona-Pandemie ja auch eine ganze Menge an ihren Reserven schon aufgebraucht. Das heißt, es ist viel Erspartes ausgegeben worden, weil man die Pandemie sonst nicht überlebt hätte. Und jetzt kommt diese galoppierende Inflation dazu. Jetzt kommen die steigenden Energiepreise dazu und unsere Regierung macht überhaupt nichts. So, und da finde ich schon, da müsste eigentlich viel mehr kommen und mit den Energiepreisen würde ich anfangen. Ja, also meine Meinung dazu ist, wir leben immer noch so, als sei das ganze Leben ein Wunschkonzert. Denn Schulden haben sie alle gemacht, immer mehr und immer mehr. Und es gibt genügend Menschen, Bund der Steuerzahler und andere, die aufzeigen, wo wir sparen könnten. Es gibt Unmengen an Aufwendungen im gesamten ideologischen Bereich. Denken Sie nur an die Gender-Professuren, die eingerichtet werden. Ich frage mich, was die forschen. Kein Mensch braucht das. Auch die sind ja jetzt ein ganz kleiner Etat. Von wegen. 250 Professorenstellen. Und die werden Land. Neue Beauftragte geschaffen. Diese Regierung, tut mir leid, die Ampel hat allein im Bereich der Staatssekretäre und anderer in diesem staatlichen Bereich zu Beamtende und Hochzuholende und Kohle zu geben, massiv aufgestockt. Genau, ja. Und das ist eine Frage, da fühle ich mich als Steuerzahler, und ich zahle über 50% Steuern insgesamt, fühle ich mich einfach, dazu auch noch als Schwein, als Besserverdienender, fühle ich mich natürlich rechtlich verarscht. Sie können ja noch Ihr Gehalt verraten, Herr Gaffron. Also man weiß jetzt schon, dass Sie Besserverdiener sind. Sie haben doch vorhin geredet von ganz klar von der Freiheit. Noch. Hören Sie mal zu. Helfen Sie mir mal hier. Das ist natürlich alles Steuergeheimnis. Da können Sie heute ein Telefonbuch nachschlagen. Nein, aber ich bin der Meinung, dass in eine Vielzahl ideologisch überfrachteter Dinge, Sonderbeauftragte für alles Mögliche, die Unternehmen werden geschurriegelt bis in ihre Verantwortung, wie viele Frauen sie in der Führung haben. Da sagen Sie mal, was ist denn das für ein Land? Wir bewegen uns doch hier weg in den Tollhaus der Ideologie. Wir haben einen Beauftragten für Antiziganismus. Nein, es gibt tausend Dinge. Das ist nicht nur das, auch diese Schlampereien der Verwaltung. Die Verwaltung allein in Berlin, wenn Sie sich das Bauwesen ansehen. Es dauert 10 Jahre vom Stellen eines Antrages auf eine Baugenehmigung. 10 Jahre. Da wissen Sie, Helmut Kohl hat gesagt, bei diesen Leuten würden wir heute noch in den Trümmern setzen von 45. Sie müssen sich mal vorstellen, was aus diesem Land geworden ist. Eine aufgepfropfte Monsterbürokratie. Die brauchen Sie aber, weil das Wähler sind. Es sind Schichten, die werden alimentiert, weil gewisse Parteien, die auch als Wählervieh brauchen. Und das geht auf Kosten der... Herr Gaffron, bevor wir jetzt alle... Und noch einen Satz will ich noch sagen. Herzlichen Dank, sehr übel. Sie diffamieren damit Frauen, die sich dafür entscheiden, zu Hause zu bleiben und ihre Kinder zu erziehen. Die Diskussion machen wir jetzt nicht auf. Sie sollten sich schämen.